Okay. Ich mag diese Map absolut nicht. Deswegen ist das meins. Und das auch. Gut, das ist ein Teammate. Ich wollte gerade auf den schießen. Ich brauche eine bessere Zweitwaffe. Ich habe das Teil mitgenommen, weil ich nicht wusste, dass ich die Schrotflinte will. Das da nehme ich. Ich konnte nicht schießen, what the fuck? Ich konnte nicht schießen! What the fuck, Spiel? Da spammt mal die linke Maustaste und der will... Einfach nicht ballern. No, no, no. Matti, die ist nur am Rollen, okay. Okay. What? Führung verloren. Ah, wie schnell man umgehauen wird. In dem Spiel ist teilweise schon crazy. Schauen wir, bin ich aber nicht die einzige Person, die Probleme hat, manchmal zu treffen. Ach ja, das war das Teil. Ach Gottchen, die Schrotflinte sollte tödlicher sein, so wie die alte. Wenn ich mir so ansehe, wie lächerlich die ist. Aber meine Brille sitzt unter den Kopfhörern heute echt mies. Teammate? Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich nicht sicher gerade von hinten. Alter! Mein Aiming, was ist denn heute los? Irgendwas stimmt heute nicht mit meinem Aiming. Kriegen wir aber schon hin, kriegen wir hin. Ja. Ich wollte gerade sagen, also nach einem Treffer sollte ich ihn aber umboxen können, oder? Ich sollte vielleicht wieder mit Controller spielen. Ich weiß natürlich, wie easy das ist mit Controller in Halo. Ha. Ich bin tot. Oh mein Gott. Mein Ohr juckt.
Oh mein Gott, hier über... Hier über... Alter, ich komme nicht gegen die Feuerrate des Sturmgewehrs an. Sturmgewehr ist strong as fuck. In diesem Teil. In alten Teilen finde ich das Sturmgewehr für'n Arsch. Aber hier mag ich's. Was ist das eigentlich für ein Turm? Okay. Spezialgegenstände verfügbar. Ich mag den Turm. Diese Pulskanone ist cool. Alter. Wie schnell mein Schild einfach weg ist. Wow, das ist so eine Runde. Ach komm, der. Ich wollte gerade sagen. Ach so. Zuerst Schild down. Aber am Ende doch noch weiter länger aus Leben und mehr aushalten. Bla bla bla. Ich komme jetzt ganz durcheinander hier. Danke, Teammate. Ich sollte echt das Sturmgewehr jetzt behalten, anstatt die scheiß Pistole. Oh Mann. Gut, dann geht's los. Team Cobra, haut rein. Oh, ich würde so viel lieber ein Elite spielen. Als ein Spartan. Ich bin mal das Sturmgewehr wieder mit. Eigentlich sollte der Needline umhauen. Warum das nicht passiert ist. Ah, das reicht nicht. Nicht genug Muni im Niedler. Unsere Munitionsreserven sind gering. Gegner hat den Ball. Da werde ich von zwei Seiten angeschossen. Oh Mann. Wie schnell die Runden gehen.
Wow. Da wäre ich direkt von den Kerl da umgenietet. Uff. Oh mein Gott. Munition fast aufgebraucht, Spartan. Fallen gelassen. Doppelter Abschuss. Da hätte ich hinspringen müssen. Was war das da? Ball fallen gelassen. Verbündeter Träger am Boden. Gegner hat den Ball. Führung verloren. Ball fallen gelassen. Gegner hat den Ball. Hat das aber nicht so gut geklappt. Ball fallen gelassen. Gegner hat den Ball. Warum war ich da gerade nicht nah genug dran? Dafür, dass ich ihn hätte schlagen können. Ball fallen gelassen. Oh, Baby. Wir haben den Ball. Munitionsreserven sind. Ich dachte, ich habe das Teil aufgenommen. Ich habe das nicht aufgenommen. Wie viel hält er denn aus ohne Schild? Gott! Verdammt! Ja, die Pistole ist einfach strongest weapon ever, oder was? Ball fallen gelassen. Gegner hat den Ball. Unter Beschuss. Sieg des gegnerischen Teams steht kurz bevor. Da drüben, Feinde in Sicht. Ja, wir haben eh verloren. Was ist das ja eigentlich? Ist das Stalker Rifle? Ah, das war auch wieder so eine Runde, die war zum Kotzen. Ich sollte wieder ein paar Runden auf der großen Karte spielen. Wobei, muss ich mal gleich gucken, ob ich auf der großen spiele oder noch ein paar Runden. Ich mache heute vielleicht mal einen reinen Halo-Aufnahmetag. Gut. Denn ran an den Speck. Alles, was sich bewegt, aber stirbt nicht. Oh, Baby. Ja klar, dass ich das natürlich nicht überlebe. Ist klar. Ach Gottchen. Die kleinen Maps sind nervig im Nahbereich, weil eigentlich braucht man nichts anderes als das Sturmgewehr. Oh lol. Ich muss lernen, nicht das Sturmgewehr zu tauschen. Ich wünschte, ich könnte davon zwei nehmen. Und dann piu-piu abwechselnd. Yay. Schön für den Spaten. Oh Gott.
Von allen Seiten werde ich angegriffen. Oder war das... Nee, das war hinter mir auch ein Gegner. What the hell? Was ist denn hier los? Von allen Seiten, ey. Ja, man kommt auch nicht nah genug ran zum Schlagen dann, wenn er abhaut. Jo. Ein Teammate ist scheinbar AFK. Was mache ich denn da? No! Let me alone! Warum haben wir wieso habe ich ausgerechnet wieder die Person, die AFK ist im Team? Ja, und du holst dir meinen Kill. So, der braucht einen Treffer, ich brauche einen Treffer. Obwohl, ich habe ihn getroffen, ich habe mit Marker bekommen, aber... Sturmgewehr ist einfach stark. Den kann man nicht machen. Boah, ist das frustrierend gerade wieder, diese Runden. Wenn man tagsüber spielt, dann sind die Leute total scheiße und schlecht. Aber dann kaum spielt man abends. Dann spielt jeder so, als ob es um sein Leben gehen würde oder so. Also richtig tryhard. Würde ich nur mit den besten Waffen spielen, hätte ich doch gar keinen Spaß mehr in dem Spiel. Aber stimmt, warum Spaß, ne? Warum Spaß haben, ne? Spiele spielt man nicht zum Spaß haben oder was? Und das liegt nicht daran, dass das ein schlechtes Spiel ist. Das ist ein geniales Game. Also es ist wirklich ein saugeiles Spiel. Es ist wirklich einfach nur... Diese Tryhards halt. Alter, komm. Jo, ich muss nachladen, lass mich in Ruhe. Ach Gott. Ja, das ist wohl heute... Der Anfang war gar nicht mal schlecht von der heutigen Aufnahmesession. Vielleicht wird es ja noch besser. Also ich bin heute irgendwie salzig, aber richtig salzig. Liegt vielleicht auch daran, dass mal wieder einer aus meinem Team AFK ist. Sowas kann ich ja auch nicht leiden. Oh ja. Kick den AFKler und gib uns einen richtigen. Aber ich glaube, in Halo ist es ja so, dass es keine Latrons mehr gibt. Das ist auch so eine Sache. Es gibt keine Late Jones. Das heißt also, wir müssen damit leben, dass jemand AFK ist und die Teams total unbalanced dadurch sind. Warte, das wollte... Was war das? Stalker Rifle? Ah ja. Ach komm! Ach meine heilige Ui. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Ob ich die andere Aufnahmesession auch noch anfangen sollte von dem anderen Spiel oder ob heute alles nach hinten losgeht. Er hat einen Treffer benötigt, dann wäre er tot.
Mann, diese... Oh, heute ist die Aufnahme, Salty. Das tut mir so leid. Das tut mir tierisch leid. Ich hab ihn getroffen. Ach Gott. Das sind zwei Leute wieder gewesen, keine Chance. Ich sollte die großen Maps spielen, also auf diesen kleinen, das ist zum Kotzen. Keine Chance. Okay, mal sehen, was hier abgeht. Ob die großen Runden angenehmer sind. Das ist Kampf um die Flagge. Brauchst du eine Anleitung? Wohl kaum. Nein, das wollte ich haben. Warte mal, Stalker-Gewehr. Was war das denn? Gut. Auch hier? Sturmgewehr? Ich weiß halt auch nicht, wie gut das Stalker-Rifle ist oder das Pirscher-Gewehr. Der Gegner hat ihre Flagge. Ja, die konnten einfach so durch. Boah, hab ich mich erschrocken. Der Gegner hat die Flagge erobert. Verbündeter hat ihre Flagge geholt. Nachschub im Anflug. Den haben wir nicht bekommen. Was ist das für ein Lärm? Der Gegner hat ihre Flagge. Perfekt, Flankenträger ist down. Ein Verbündeter hat unsere Flagge zurückgebracht. Verbündeter hat ihre Flagge geholt. Warum wollte ich mich damit challengen? Welche Waffe war das denn jetzt? Ach, das war hier Skiwa oder so. Skiwa. Ein Verbündeter hat die Flagge erobert. Ah, ich brauche keine Schrotflinte. So. Gehen wir mal mit der Gruppe nach vorne. Ein Verbündeter hat die gegnerische Flagge aufgenommen. Okay, schnell hier einmal durch. Ist das halb bewaffnet? Jo, ist es. Der Gegner hat seine Flagge
Okay, das Teil ist fast kaputt. Alter, das Fahrgefühl ist schon geil. Aber wir haben ihn auch bekommen. Aber Alter, das Fahrgefühl in diesem Halo-Teil, das ist Bombe. Einfach wie schnell die Fahrzeuge sich anfühlen und so. Oh, das... Ich liebe es. Das kannte ich aus anderen Halo-Teilen nicht mehr. What the... Warum ist dann what? Oh mein Gott. Ich bin tot. Perfekt. Wenn du weiterfahren willst, kannst du weiterfahren. Sonst stell's einfach hin. Ist mir auch egal sonst. Gut so. Alter, du bist ein guter Fahrer, mein Freund. Oh, ich kann drin sitzen bleiben? Okay. Einfach wegfahren! Oh, das da ist, glaube ich, Schrott. Aber du bist ein guter Fahrer, mein Freund. Danke. Danke sehr. Hinter uns. Hinter dir, mein Buddy! No! You can kill him! He's my buddy! I love him. Not anymore. Now he's dead. I don't love dead people. Okay, weiter geht's. Der Gegner hat seine Flagge zurückgebracht. Nachschub im Anflug. Auch meiner. Gut, wir sollten uns die... Oh, was war das denn? Ja, wir sollten das halt mitnehmen einfach. Perfekt. Ich fange an zu glauben, dass sie hinter meinem Job her sind, Spartan. Hä? Muss ich jetzt nicht genau verstehen, glaube ich, welchen Job damit gemeint ist. Habe ich noch genug Money? Ne, hab nicht mehr genug Money dafür. Nehmen wir das Teil dann. Gut, ich kann durch den Baum durchschießen, das geht ja in manchen AAA-Spielen nicht. Der Gegner hat ihre Flagge. Reifen auf der
Strecke. Hat das deine Waffe? Loki Loki machen? Nein. Oder? Ne, er hat keine Waffe. Kühl dich schneller ab! Oh, perfekt, wir haben ihn. Ich muss mal die Tipps ausschalten, weil, wer braucht bitte Tipps? Okay, ich habe eine Waffenauswahl. Ich nehme das Teil, das ist cool. Ich nehme das Teil, das ist cool. Das, bleibt das so? Ja. Und das hier auf Raketensuchmodus und das da. Okay, das Teil finde ich auch cool. Das habe ich in Halo 3 mal cool gefunden. Ah, ich liebe diesen Raketenwerfer. Oh. Von allen Seiten! Keine Chance. Wenn die von allen Seiten kommen, dann bist du machtlos. Oh, das ist meins. Ja. Ich kann die großen Maps wirklich besser leiden. Also wenn ich hier mit einem Headshot drücke, ist das wie ein Sniper, nehme ich mal an, oder? Oh mein Gott. Nimm du. Ein Verbündeter hat die gegnerische Flagge aufgenommen. Hätte nicht gedacht, dass hier so ein Teil kommt. Der Gegner hat seine Flagge. Was kommt da? Okay. Dynamo-Granaten gesammelt. Ich war gerade von dem Flaggengeräusch irritiert. Achso, das ist der Raketenwerfer. Und das ist dieses Hitzewellengewehr. So, den will ich auf den Feuermodus und rüber. Ach Gott. Ich treffe einfach nicht. Der Gegner hat ihre Flagge. Komm schon. Okay, den haben wir. Schaffen wir es alleine? Sicherlich. Flagge zur Basis zurückgebracht. Daheim ist es am schönsten. Bisschen Delay ist zwischen Treffer und Tod. So ein kleiner Netcode-Delay. Was ist das? Ah. Ach komm, wie viele Raketen willst du denn noch aushalten? Kommen die Luftfahrzeuge also random oder bestellt die jemand? Suchen wir uns ein paar Ziele. Hey, du musst nicht fahren, aber danke, Dude.
Ah, wo? Aber ist nett, dass er gefahren ist. Verlange ich ja zum Glück von niemanden. Nicht so wie in meinen anderen Halo-Videos, das manche von mir verlangt haben damals. Ein Verbündeter hat die gegnerische Flagge aufgenommen. Okay, dann habt ihr. Komm, kletter. Oh mein Gott, der hat einen Hammer! Nicht mit einer Niederlage aufhören, Spartan. Noch eine Partie. Uff, der hat einen Hammer. Ja. War nicht ideal, die Runde. Hat aber ordentlich Laune gemacht. Das muss ich sagen. Also, die hat ordentlich Spaß gemacht, die Runde. Da habe ich diese Salty-Runden von davor schon wieder vergessen.